können hier in einem sympathischen österreichischen Umfeld Oberösterreich exzellent präsentieren und das schätzen viele Kunden, die wir mitgebracht haben, das schätzen auch viele Gäste des Hauses und das schätzen vor allem auch wir als Unternehmen, weil wir dadurch einen riesengroßen Mehrwert aus diesem Österreichhaus ziehen können. Wir haben nicht nur ausgezeichnete Produkte in Österreich, sondern wir haben auch eine Freundlichkeit, eine Willkommenskultur und das können wir hier perfekt präsentieren und da freuen wir uns sehr. Für uns ist es ganz was Besonderes. Wir als Ausstatter seit 2010 sind immer stolz, unsere internationalen Gäste einladen zu dürfen. Uns geht es auch darum, so wie in der Wirtschaft, auch im Sport, Internationalisierung mit Oberösterreich zu verbinden. Unsere Sportlerinnen und Sportler sind weltweit unterwegs, ob Wettkampf oder Trainingslager. Da versuchen wir auch, Netzwerke zu knüpfen. Es freut uns natürlich als Marke Ehrema, insbesondere, dass wir diesen Rahmen bekommen haben, um unsere Marke dementsprechend zu platzieren. Es ist eine tolle Veranstaltung, es sind tolle Leistungen, es ist ein wunderbares Gefühl, als Partner dabei zu sein, der Größenordnung vom ÖRC. Also ich halte das für eine geniale Idee, für ein wirklich überzeugendes Konzept. Wir können bei einem internationalen Großereignis sichtbar sein, eine Visitenkarte sein für dieses Land. Und wenn Sie sich das anschauen, wer hier alle herkommt, das ist der Treffpunkt in der ganzen olympischen Szene. Ich habe das in Rio jetzt das erste Mal auch so miterlebt. Das war schon ein Wahnsinnsabend. Winterspiel hat ja nochmal einen ganz anderen Flair. Und die Leute sind wie immer lustig drauf. Es, glaube ich, wird hier wieder eine Riesenparty. Und essen wie immer gut. Insofern gefällt mir sehr hier.